Hey Leute, Martin hier. Willkommen zurück zu Wario Land. Ja, wir sind in der Boss Stage der SS Teacup und machen gleich den Boss platt. Einen sehr nervigen Gesellen, der sich hier in diesem Baum versteckt. Also ich denke mal, das ist ein Mast. Aber es sieht aus wie ein Baum, vor allem wenn wir gleich oben ankommen, werdet ihr sehen. Es sieht eher aus wie so eine Baumkrone, ne? Aber egal, es ist wahrscheinlich ein Mast, weil wir auf einem Schiff sind. Macht ja Sinn. Der Endboss ist ein Riesenvogel. Er wird versuchen, euch so runterzuwehen. Aber dem auszuweichen ist jetzt nicht wirklich schwer. Außerdem spuckt er diese kleinen Vögel aus, die ihr natürlich auffangen solltet. Oh, ich hasse den. Ich hasse den Endgegner, ehrlich. Ich mag ihn nicht. Und ich habe drüber geworfen. Schlecht. Das war schlecht. Das war echt schlecht. Aber jetzt habe ich, ne? Och Mann! Musst du immer die Vögel so spucken, dass, endlich, ein Treffer, okay. Es sollte machbar sein, ihn zu besiegen. So, dann spuck mal deine Vögelchen. Eins kommt jetzt... Ah, ich will nichts riskieren, weil ich jetzt schon einmal getroffen wurde. Deswegen sind... Solche hohen Sprünge sind immer sehr riskant. Oh, ab's aber gleich, ab's gleich. Oh, das ist so ärgerlich, dass er immer noch einen Vogel nachrotzt. Und der... Okay, jetzt habe ich's. Okay, komm. Einmal noch. Einmal noch. Verdammt. Und die Zeit. Ja, die Zeit habe ich noch gar nicht angesprochen in diesem Let's Play. Weil die Zeit eigentlich auch kein Faktor ist, der einem irgendwie gefährlich wird. Aber jetzt, zum ersten Mal, habe ich ein bisschen Zeitdruck, diesen Endgegner zu besiegen. Aber das sollte machbar sein. Nein, fall da doch nicht runter, du Doofes. Komm schon, komm schon. Ich hab dich. Ich hab dich gleich. Ich schwör's dir. Höp. So, und höp, und... Nein! Okay. Okay. Hab ihn. Hab ihn. Hab ihn. Oh, aber ihr seht, dass die Zeit weitergeht. Was wäre, wenn man das Level kurz bevor man das Zeitlimit einem ausläuft, den Endgegner platt macht? Das wäre doch ärgerlich. Und auf einmal ist das Level vorbei, aber man hat trotzdem verloren. Gott sei Dank. Okay. Haben wir das endlich geschafft. Meine Güte. Ja, es sind nur noch zwei Welten übrig. Wir haben es fast fertig. Es ist ein sehr kurzes Let's Play, weil das Spiel auch nicht besonders lang ist. Aber wo landen wir? Wir werden vom Mast runtergeschleudert und landen in den Parsley Woods. Ja, Parsley Woods, Level 1. Kurs Nummer 31. Oh ja, das ist ein tolles Level. Denn das passiert. Ja, es fallen riesige Stachelbälle runter, auf die wir achten müssen. Und wir haben auch noch so einen Geist, der uns verfolgt. Lass mich in Ruhe, Geist. Ich sag's dir, lass mich in Ruhe. Weg mit dir. So. So, was haben wir hier? Noch ein Knoblauch. Alles voller Knoblauch. Ja, das war klar, dass hier so ein Ball runterfällt. Hallo, kannst auch bis ganz zum Ende rollen, damit ich über dich drüber springen kann. Danke! Weg mit dir. Ach Mann, hau ab. Diese Geister sind nervig. Nervig wie sonst das. Aber... Oh Gott. Ah! Das war jetzt aber fies. Das konnte ich doch nicht schaffen, ohne getroffen zu werden. Das war ein bisschen unfair, möchte ich meinen. Den Geist, Gott sei Dank, habe ich hier gute Reflexe gehabt und so. Ihr wisst Bescheid. Ah, hier unten geht's nicht lang. Oben lang. Okay, komm schon. Bing. Jawohl, Knoblauch. Knofi! Ein bisschen Knofi? Ah, das Ding ist gefährlich. Es rollt nämlich weiter. Oh, was jetzt passiert? Oh, kleiner Lag. Ein Lag? Ein Lag? Wieso ein Lag? Ich brauche keinen Lag, dankeschön. Und bam! Bam! Tschüss, weg mit dir. Oh, Jetkappe! Ich mag die Jetkappe. Yeah, nein! Oh, fast hätte ich die Jetkappe wieder verloren. Schade wäre das gewesen. So schade. Immer vorsichtig sein, weil hier fallen ganz viele Sachen von der Decke. Und... Ah!
war das knapp. Okay, hier ist der Ausgang. Und damit haben wir das Level geschafft. Sehr gut. Auf zum nächsten Level. Ich überspringe das Minispiel jetzt, weil die fehlenden Münzen, die mir am Ende fehlen, die werde ich dann am Ende zusammen grinden. Offscreen, deswegen. Gut, Parsley Woods Level 2. Kurs Nummer 32. Okay, was ist wieder ein Lorenlevel, aber da wir die Jetkappe haben, brauchen wir das nicht wirklich. Okay. Okay, Spiel. Du willst es so? Du willst es echt so, ne? Ich glaube, das Spiel will es so. Ich glaube, das Spiel will es so und ich bin tot. Ja. Das war nicht gut. Alles wird jetzt auf einen zweiten Versuch gelegt. Dankeschön. Dankeschön. Ja, danke. Danke, dieser Fail war nur für euch. Meine geliebte Jetkappe ist mal wieder flöten gegangen. Ah, durch eine Dummheit von mir. Oh mein Gott, ey. Okay, aber das Level ist machbar. Natürlich sage ich das jetzt und dann passiert mir wieder irgendwas, was mir das Gegenteil beweist. Irgendwie sowas. Nein, okay. Diese Vögel sind mit die nervigsten Gegner in diesem gesamten Spiel. Zusammen mit den komischen Maulwürfen, die Stachelbälle. Was haben wir da? Ist da eine Jetkappe drin? Ich bezweifle es zwar, aber ja, nur ein Herz. Toll, ne? Toll, wie so ein Herz nichts wert ist. Herzen sind einfach nichts wert. Ich meine, man kriegt zwar One-Ups, aber die braucht man in diesem Spiel nicht so viele. Ja. Hurra. Geld. Geld ist schön. Ja, keine Frage. Aber ah! Okay. Boah, dass ich das noch geschafft habe, ey. Gott sei Dank. Herz. Ja, gut. Her damit. Ba, 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 da, da. Und Explosion. 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 Und ein Riesen-Ausrufezeichen-Block. Was passiert wohl jetzt? Nun, das ganze Wasser aus dem Parsley Woods wird abgelassen und alles verändert sich dadurch. Oh ja. Oh ja. Oh ja. 73 Münzen, warum nicht? Her damit. Wir haben fast die 3000 Marke geknackt. Und wir können jetzt eigentlich weitergehen. Aber wie wäre es, wenn wir in Level 1 zurückgehen? Oh ja, das ist eine gute Idee. Finde ich. Persönlich finde ich das. Jetzt ist hier kein Wasser mehr. Oh Mann, was ist das denn? Kein Wasser? Was bedeutet denn das? Das bedeutet erstmal blöde Maulwurf-Wichser. Aber es bedeutet auch einen Schlüssel und die Jetkappe. Ich danke dir. Komm, geh weg, Maulwurf. Hep. Zack. Zack, Maulwurf. Du kannst mir nix. Blödes Mistviech. Okay. Jetzt haben wir hier keine rollenden Dinger, sondern nur Maulwürfe. Ey, Maulwurf. Maulwurf. Wow, okay. Sehr gut. Unverwundbarkeit, nicht schlecht. Ich mag Unverwundbarkeit. Auch wenn sie nicht so lange hält. Boah, hau ab, ey. Blöder Mistmaulwurf. Hier, nimm Schlüssel. Okay, gut. Zumindest haben wir wieder unsere Form, mit der wir den Schatztruhe öffnen können. One-Up! Boah. Ich hasse diese Maulwürfe, ehrlich. Schlimm. Schlimm sowas. Ich werde erstmal den Weg frei machen. Ja. Dann können wir uns den Schlüssel nämlich gleich einfach wiederholen. Oh Gott. Puh. Okay, ich weiß, dass da wieder ein Maulwurf auf mich wartet. Und ich freue mich nicht so besonders drauf, ihm gegenüberzutreten. Hallo? Oh, der hat seinen Ball verloren. Sehr schön.
So, jetzt hau ab, ey. Ich schwör's dir. Blöder Mistsack. Dankeschön. Jetzt haben wir die Schatztür schon mal gesehen, um hinzukommen, hier reinfallen lassen. Und voilà. Der Schatz wird uns gehören. Hurra! Es ist ein Gesicht. Ein Clownsgesicht oder was soll das sein? Ich habe keine Ahnung, aber es fehlen nur noch 3 Schätze. Oh ja, das ist sehr cool. Das freut mich sehr. Ba, 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 da, da, ba, ba, ba. Wir haben fast alle Schätze gesammelt. Ja, 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 das ist so super cool. Das freute mich so super sehr. Ja, ja, renn du mal. Interessiert mich nicht das Bonusspiel. Wir wollen noch ein Level schaffen. Ja, wollen wir. Und schaffen wir auch. Und zwar Level 3 der Parsleywoods ist, glaube ich, ein... Ja, ein Zugfahrlevel. Da gibt es insgesamt 2 in dieser Welt und die sind beide verdammt lustig. Gibt's hier eine Jetkappe? Nein. Okay. Hm. Mit der Jetkappe noch ein bisschen einfacher, aber ja. Wir betreten diesen Waggon. Wir gehen ein paar Schritte. Und oh mein Gott, das Ganze bebt. Was bedeutet das? Ja, es bedeutet genau das, wonach es sich auch anfühlt. Wir fahren auf dem Zug. Und ich mag das Scrolling-Level nicht so besonders. Aber, ah, hier ist meine Jetkappe. Hallo, Jetkappe. Aber dieses Scrolling-Level ist so lustig. Vor allem wegen der Musik, aber... Ja, ich weiß nicht. Es gefällt mir einfach. Es hat irgendwas an sich, was mir gefällt. Vielleicht ist es die Tatsache, dass mir eine Jetkappe geschenkt wird oder... Nee, das gibt ja auch andere Level, wo eine Jetkappe im Repertoire ist. Aber, nee, hier ist es einfach... es ist einfach cool. Es macht so viel Spaß. Die Musik macht so viel Laune. Oh mein Gott. Bam. Es sei denn, der Sound glitscht so komisch. Haha, Drachenkappe. Warum sollte ich die Drachenkappe nehmen? Brauche ich nicht. Dankeschön. So, ja. Risiken sollte man hier nicht eingehen mit Blöcken kaputt hauen, weil... wie gesagt, wenn man das Ende des Bildschirms erreicht, dann stirbt man. Das ist so ein bisschen... Das ist so ein bisschen die Sache, aber... Es gibt hier... Ganz viele Münzen... Und... Vögel gibt's auch, das finde ich nicht so toll, aber das macht nichts. Macht überhaupt nichts. Die Münzen lasse ich in Ruhe, weil sonst hätte der Vogel mich, eh erwischt. Ich sehe es schon kommen, ey. Ich spring da drauf, will mir die Münzen holen und dann, macht mich der Vogel platt. Nee, 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 nicht mit mir. Nicht mit mir, das sehe ich überhaupt nicht ein. Haha, das war ein cooler Kill, sag ich mal. Und wir haben angehalten. Und bam, bam. Und da sind wir am Ende der Stage angelangt. Alles klar. Und ja, das reicht. Ah, ich hätte das Bonusspiel machen können, weil ich den Part jetzt eh beende. Aber, na gut, egal. Okay, im nächsten Teil werden wir höchstwahrscheinlich eventuell die Parsleywoods beenden. Ja, denke ich schon, dass wir das schaffen könnten. Und dann geht's in die letzte Welt. Also, bis dahin macht's gut und haut rein.